geht, ist es richtig, die Rakete. Schlecht, ja. Ja. Ja, ja, gut. Slide left soll ich jetzt turn. Wie soll ich denn hier slide left turn? Boah. Alleebaumgewicke. Das Ding kommt halt nicht von der Stelle tatsächlich, ne? Mhm. Feuchte Straße. Das ist aber eigentlich ist das halt vollkommen scheiße, weil genau das ist das Problem mit diesem Turbomotor. Dass der so stark wämst. Das ist unfassbar, die fahren einfach alle mal rot über die Ampel. Haha, geil. Ist aber ein bisschen am Drehzahlbegrenzer, weiß ja nicht so, was er tun soll, ne? Also, Adios Barcelona, it's off to the backcountry. We hope you'll enjoy the next 130 kilometers of fabulous roads, curves, and attractive landscapes, all in the most powerful E-Class of all times. Tja, das machen wir doch gleich mit dem so viel Spaß am Umfeld. Ja, das sollten wir auch versuchen, weil da vorne sieht nämlich die Autostrada. Ist das Problem. So, wo muss ich hin? Das war auch einfach nicht grün, ne? Sind alle stehen geblieben? Ja. Sind alle stehen geblieben? Alle. Und du gibst Vollgas? Ja. So, 30 Sekunden Abspann zum E63 S4matic. 4matic S, wie auch immer, T-Modell. Muss erstmal tief durchatmen, das Auto muss jetzt ja auch tief durchatmen mit den Turbos. Als Heckantrieb funktioniert das nicht mehr, weil es hat einfach, es kann vor Kraft überhaupt nicht laufen. Fällt schon einer weg. Klingt natürlich immer noch genauso abartig wie immer. Sensationell. Der 4matic S ist schon wirklich gut, das geht gut aus. Natürlich wird aus einem 1,8, 1,9 Tonner kein Sportwagen. Aber ich finde es schade, das Auto hat durch die Modellpflege nicht wirklich gewonnen. Schöner ist er nicht geworden und ich traue dem alten Motor wirklich hinterher, weil er war fassbarer, fahrbarer. Der war einfach besser, ne?